Ladies and Gentlemen, es ist das Duell. Mann gegen Mann. Wir sind im siebten Spiel und wir spielen Hexball. Mit dabei Yeah. ist wieder der Loser der Nation, Gdami und Delo. Ja, Hi. nochmal jetzt auch in der Aufnahme, nochmal Komme danke an ich auch Delo Matze? für die ganze Map, die er uns gebaut hat. Ja. Und danke auch an Matze, dass der Julians Arbeit nicht wertschätzt, indem er durch das Labyrinth letztes Mal einfach durchgerusht ist. Es tut mir ja So, wir leid. spielen Ich. Hexball. Das ist Fußball mit irgendwie ganz mit Pucks. Wie wäre es, wenn Delo das einfach mal erklärt? So. Achso. Gibt's nicht viel zu erklären. Ihr rennt quasi auf den Ball zu und schießt Tore. Wie Steuerung habe ich den beiden Fußball so schon ist, erklärt. ne? Genau, wie es bei Fußball so ist. Man rennt aufeinander zu und schießt Tore. Können wir nicht FIFA spielen? Ich glaube, da habe ich mehr Chancen gegen. Alter, ich habe einen viel schlechteren Ping. Guck mal. Weil ihr jetzt so nah aneinander wohnt hier. Ja, Alter, 52 gegen jetzt. 36, das Ach, wirst du komm. hundertprozentig merken. Oh, ich weiß, ja, ich denke. Ich dachte Ping-Partei. Oh, ich starte jetzt einfach. Gespielt wird bis 10 oder wer noch 5 Minuten mehr Tore hat. Im Best of 3, berundeten ne? Stadion, damit wir keine Ecken haben. Best of 3. Bin mal gespannt, Best wie die of 3. Steuerung ist. Gibt's aus? Nein, Nein. es gibt kein Aus. Es gibt also Leute, wir haben, Mats und ich Man haben es kann mit noch Bande nie spielen. gespielt. Wir haben nur kurz gesehen, wie Julian das gespielt hat und das kurz erklärt hat. Also wir wissen nicht, wie die Steuerung ist, wir wissen gar nichts. Das wird jetzt ein Ja, ich Tohuwabohu. glaube Rotet jetzt aber. sofort aufs Spiel. Den ersten Ball sozusagen. Ja, also geht direkt los ohne Countdown oder was? Genau. Ja, dann Also würde ich sagen. Pfeiltasten bewegt sich, alle anderen Pfeiltasten schießen. oder WASD. Und mit allen anderen Tasten, mit Leertaste und sowas schießen. Gefühlt mit allen anderen Tasten, aber es sind tatsächlich, von denen ich weiß, nur Steuerung, Shift, X und Leertaste. Mach Leertaste einfach. Alter, meine Hände sind so am Ich Schwitzen. auch! Ich Ihr putze die ganze seid, Zeit meine sagt, wenn Hände ihr ab. bereit seid. Ja, wir sind Staffel bereit. 1, Finale beginnt. Round 1. Wenn ich verliere, macht gibt's Go. doch keine Staffel 2. Ich kann mich nicht mit Pfeiltasten, stimmt nicht. Pfeiltasten kann ich Na, mir. WASD, hast du nicht Moment. zugehört? Ah, man sollte Alter, vielleicht boah, nee. auch ins Fenster klicken. Ja, weil ich die Aufnahme noch hatte. Alter. Boah, nee. Du fängst an, ne? Alter, Ja, das mich fängt leckt voll an. bei mir. Nein, 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 nein. Das leckt Ach, so Lamm. krass. Wir haben den ersten Schuss und Mats wäscht den Ball jetzt nach vorne in Richtung Glamis Tor. Und der Ball ist frei und 1-0. Alter, 1-0 für Vater, ey. Matze. Glami hat wieder natürlich ersten Ball. 5 Minuten oder was? 5 Minuten oder 10 Tore. Oh, schön geklärt von Matze in dem Moment. Aber Man nennt Glami mich ist auch der zweite Ball, Neuer. spielt den Ball allerdings direkt zu Matze. Der haut ihn gegen den Ey, bei Pfosten. mir leckt das bei dir auch, Matze? Nö. Also so ein bisschen. Also bei mir teleportierst du dich gerade teleportiert. Nö. Bei mir leckt's, ne? Jetzt wohl, auch wieder der Ball. Und du hast aber einen ganz normalen Ping. Was das krampfig, ey. Alter. Nein, 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 Und nein. das leere Tor und Glamit Aber ganz im knallt Ernst, also natürlich. wie das Ball kann. Das Ball, warte mal, der Ball kann rau außerhalb. Alter, das leckt bei mir. Nein, der Ball kann nicht außerhalb des Das. Spielfeldes gelangen. Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Nein, Oh, ich das war gerade sehr, sehr knapp von Glami nicht verwandelt. Nein. Was? Musste ja von Glami. Guck, ich kann doch auch außerhalb des Spiels. Alter. Ja, komm, 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 Oh, das war super komm. gesaved von Glami in dem Fall. Ja, du selbst kannst auch außerhalb des Spielfelds laufen, nur der Ball kann nicht raus. So schwierig. Aber die Alter. Steuerung ist so schwammig. Die Steuerung ist extrem schwammig in dem Fall Können wir tatsächlich. nicht beim nächsten Mal Rocket League. Ding am Pfosten Oh. fest. Können wir nicht beim nächsten Mal Rocket League 3-1 spielen? für Gla Matze. Und nur noch 3,5 Minuten zu spielen. Das wird ja ganz schön knapp. Nein, Rocket League wird nicht gespielt. Warum nicht? Weil es im 1 gegen 1 relativ unfair ist. Was? Weil sie ja zuerst schon hat verloren. Ah. Oh, wieder super safe von Glami. Bei mir ist mehr der Defense Player momentan, so wie sich das Ja. anfühlt. Ich find's einfach super Oh, schön. aber jetzt wenn schon mit der Nein! Konterchance. Ah, kriegt sie durch, kriegt sie durch. Dürfte zuerst wieder am Ball sein und schießt daneben. Das ist so schwierig. Und Matze haut ihn sich beinahe selbst rein, aber rettet ihn noch Boah, das ist so einmal noch schwammig. auf Hast du der auch so leeren verkrampft? Linie. Ja, das ist halt. Hallo, das ist die Also es geht um Steuerung. alles. Oh, Nein! Matze, Pfosten! Nein! Oh, Glami, jetzt. Nein! Na, der geht daneben.
Aber eventuell kriegt Garmin den Nachschuss noch hin, aber Matze klärt souverän. Gibt's hier eigentlich auch ESL-Meisterschaft? ESL im Hexball? Ich bin kann gut sein. Oh, nein, Postenschuss von Matze, aber dafür wird der Nachschuss von der Mittellinie locker verwandelt. Ich glaube, das verliere ich, ja. Hallo, Best of Three, ne? Ich wollte sagen, Best of Three. Das ist so, bist du Matze wieder mit einer sehr, sehr guten Befreiungsaktion. Spielt sich den Ball weit vor, um wieder zuerst an den Ball zu kommen. Und schafft es auch und verwandelt den Ball. Siegesicher zum 5:1. Bei noch 2,5 Minuten zu spielen. Weißt du, was das Schlimmste sein wird? Warte. Die ganze Musik dafür rauszufinden. Sehr, sehr schöne Befreiungsaktion davon. Lami, der den Ball leider nicht wieder gesichert kriegt. Und Matze haut den Sieges wieder sehr, sehr souverän über den Spiel, Posten. Ja. Ach, nein. Jetzt ist es nicht sein Spiel, weißt du? Ja, es ist echt nicht mein Spiel, Alter, wenn ich das Ding verliere. Leckt's denn bei dir noch? Oh, oder? Sehr, sehr schön, ja, noch pariert von Glami. Aber Matze mit dem Nachschuss einfach gut. So möchte ich betitelt werden, einfach gut. Delo, du machst eine sehr gute Arbeit als Kommentator. Oh, aber Glami hat sehr, sehr gefällig. Du kriegst eine Gehalt. Von halb rechts. Du kriegst eine Gehaltserhöhung. Und legt sich den Ball. Ich konnte ja, du kannst ihn ja schlecht stoppen an dir. Du musst mich versuchen wegzudrängen. Ja, hab ich doch. Ich drück die ganze Zeit weg. Du kannst mich ja blockieren. Matze spielt den Ball tief und hofft auf den Nachschuss, aber er kriegt den Bauerntrick nicht hin. Diesmal über die Bande und Glami legt den Matze wieder. Perfekt vor. Also ich glaube, im Team würden die beiden sehr, sehr gut zusammenspielen, so wie es momentan da gibt. Guck mal, Glami hat zumindest. Jetzt Glami spielt der, jetzt ne? auf Zeit, aber beim 1 zu 0 hilft ihm das nicht. Ich guck mir Matzes Taktik an. Ah, Matze mit einem Distanzschuss an den Pfosten. Guck, was er macht. Er macht nämlich nicht gleich einen Fehler wie ich. Boah, jetzt spiel ich dran vorbei. Ja, spielst du auch. Aber jetzt eventuell mit der Konterchance, wenn du dich beeilst. Matze, mit einem Eigentor! Scheiße! Aber jetzt könnte Glami wieder in seine Scoring-Range kommen. Wenn er jetzt direkt noch einen reinmacht, könnte das demoralisierend wirken. Ja! Aber Matze, eiskalt, holt sich die erste Runde. Ah, Ehrentreffer, in diesem Sieg. Und wir starten direkt in die zweite Runde. 1-0, Satzball in diesem Spiel und Matchball für Matze vs. Glami. Staffel 1. Jetzt versucht er hier zu schnacksen, ey. Ja, ich krieg das gerne hin. Ah, Scheiße. Aber Matze trifft den Ball auch nicht richtig in diesem Moment. Gewinnt er den Ball aber an der Torlinie. Boah. Aber Glami, einfach eine gute Parade gemacht. Glami darf man auch nicht zu viel kritisieren. Ist halt eigentlich ein guter. Nur das Spiel liegt ihm nicht. Wir haben vorhin über Gehaltserhöhungen gesprochen, ne? Die wird dir hiermit wieder aberkannt. Alter, das eiert so. Komm. Oh, sehr, sehr schön da von Glami Matze abgedrängt. Dass dieser keine gute Schussposition kommen konnte. Matze wieder über den Versuch, den Ball tief spielen und kriegt es auch halbwegs souverän. Ich glaube nicht, dass es so gewollt war, ehrlich zu sein. Doch, hallo, ich bin in der ESL von Hexball. Jetzt versucht er. Ach so. Jetzt versucht er. Ja, aber dieser Sieg, diese Führung von 2-0 mittlerweile nach einem Eigentor von Glami. Aber man merkt schon, also reicht Matze für den Sieg, theoretisch. Glami muss nachlegen. Also ich würde ja ganz ehrlich lieber noch am liebsten noch ein drittes Spiel haben, weil dann weißt du wenigstens, dann hast du dich ein bisschen eingelebt. Weißt du? Hast du eingelebt? Bei dem Game? Da würde ich mich gar nicht einleben hier. Was? Ist das schön? Da habe ich früher voll oft gespielt. Echt? Mhm. Pass auf, Dedo wird uns voll fertig machen. Ja, komm. Im 1 gegen 2.
Was? Lass mich doch. Lass mich doch. Oh, sehr, sehr gut verteidigt davon Gelani. Aber verteidigen hilft ihm nicht. Er muss die Tore schießen. Warum häng ich hier drin? Matze kann aber vor Gelani klären. Meine Steuerung ist gerade. Ja. Ja, jetzt schieb's ruhig auf deine Steuerung. Eine technische Störung bei Matze. Darauf können wir leider keine Rücksicht nehmen in diesem Fall. Ich führe 2-0 und 1-0 und darum ist mir das egal. Aber jetzt wird er übermütig. Rami kann sich zwar befreien, kommt aber nicht wieder an Ballbesitz. Oh, aber nein! Matze gibt ihm dafür diese Chance. Alter, ich hab richtige krampfige Hände schon, ne? Ist nichts für mein Alter, das Game. Da habe ich zu viel geschossen. Der neue Nalinkick, Hexball. Matze bleibt einfach stehen und Lami kann diese Chance nicht nutzen. Aber Matze jetzt eventuell mit dem Konter. Aber spielt den Ball eher flach in die Mitte, als ob da noch jemand stehen würde. Aber diesmal haut er. Ja, ich spiele normalerweise. Kann man das im Multiplayer spielen? Ja. Vielleicht können wir gleich gerne eine Special-Folge zwischen hinten dranhängen. Ich gegen euch beide. Ja, da werden wir, wenn Mats und ich werden richtig hart ablosen. Na, nachdem ich meine Siegesfeier zelebriert habe. Oh, sehr, sehr schön befreit von Lami, kann den Ball aber nicht wieder unter seine Kontrolle bringen. Aber merkst du schon, ist ein komplett anderes Spiel jetzt, ne? Boah, jetzt, richtig krampfiges Spiel. Weil sie sich halbwegs in die Steuerung gewöhnt haben. Das Schwammige stört mich am meisten. Komm. Nein! Matze ganz knapp an der vorzeitigen Entscheidung vorbei und erneut gegen den Schossen und nochmal! Oh, das sieht ja echt aus wie die beiden Kölner Haien momentan. Oder Leverkusen, je nachdem welchen Sport hat man verfolgt. HSV würde ich ja bevorzugen. Gut, nee, aber die treffen das Aluminium nicht. Die haben mehr rote Karten als Tore, ja? Sehr, sehr schön gespielt von Gladbach. Oh! Muss da allerdings schießen. Ja, wollte ich, aber da hat Matze mich weggedrängt. Alles Eishockey-Skills. Ja, das ist das. Die fehlen mir, die Eishockey-Skills. Du auch so viel Eishockey spielst, Matze. Ja. Und ein sehr schöner Ausgleich von Gladbach. Knapp eine Minute vor Ende. Boah, Alter. Bei, in der Overtime wird das nicht nach Golden Goal Regeln gespielt. Das heißt, der in der Overtime das erste Tor schießt. Nee. Aber dass er mir die Platze gerade von so schießt, auf Lami damit noch zum möglichen dritten Spiel. Habe ich nicht gerade eben. Pass auf, ich verliere. Nein! Aber Lami will so ein Geschenk nicht annehmen und schenkt Matze dementsprechend auch erstmal ein zweites Tor. Matze nimmt sich den Ball von Lami. Und hau ich wieder rein. Noch 42 Sekunden auf der Uhr. Aber, wie wir alle wissen, in 42 Sekunden kann viel passieren. Aber nicht wegen Gladbach, der Glück zurücknimmt. Noch 35 Sekunden für Gladbach, um 2 Tore jetzt mittlerweile zu schießen. Alter. Und das, nachdem Matze das Spiel quasi schon aus der Hand gegeben hat. Oh. Und da nutzt Matze einen Fehler, Grammys. Einfach nur aus. Und es sind nur noch 20 Sekunden jetzt auf der Uhr. Auch für Grammy gilt, da steht keiner am Elfmeter, Punkt, der sich den Ball ins Tor schießt. Ich hab Zeit. Matze spielt jetzt auch trocken runter auf der Uhr. Ja, ist doch eh vorbei. Und seine 3-6-Führung einfach nach Hause. Und gewinnt damit die erste Staffel von Matze vs. Glami. Bada boom! Bada bang! Ja, dann Glückwunsch, ne? Danke, danke. Nächstes Mal hätte ich bitte 4 Wissensteile und nur 3 körperliche, dann hab ich gewonnen. Oh. Tatam. Ladies and Gentlemen. Das hier war jetzt nicht körperlich, das war jetzt Anpassungsfähigkeit. Alter, das ist creepy. Der einzig wahre Meister sitzt hier. So, wollt ihr jetzt noch? Und mit diesen Worten verabschieden wir uns in einer Extra-Runde. Nee, das wird jetzt noch dran. Ey, das hängen wir dran. Ja, in einer Extra-Runde. Jetzt muss ich mit meinem Feind kämpfen, oder was? Diese Steuerung ist so schwammig, ey, leck mir im Arsch. So. Oi. Alter, sorry, hab die Falschtaste gedrückt.
Ja, wenn du Leerte, wenn du Pfeiltasten währenddessen drückst und währenddessen noch WASD, dann bleibt ja, aber zuppelt stehen. Der nicht auch bei euch? Nö. Nein. Bei mir zuppelt der so manchmal rum. Ja, manchmal, aber nicht so krass. Jetzt zum Beispiel, da druckelt, aber tut keinen Abbruch. Nein, Matze! Der war schon gefährt. Man nennt mich Neuer The Wall. So, Ladies and Gentlemen. Ich muss natürlich meinen Thron jetzt verteidigen. Boah, das wird ja... Jetzt bin ich unter Druck, ne? Ach, wat. Nächstes Mal gibt's richtige Games, ey. Warte, willst du da sagen, das, was Dedo da doch, gebaut das hat? War, das war super, ja. Das war ja auch also. Gleichstand. Nee, nicht so weit. Alter. Halt ihn auf. Die sind eigentlich so doof, ne? Einer müsste sich mit Julian beschäftigen und der andere spielt den Ball. Dafür lasse ich gerne Julians Freundin. Nein! Drängt ihn weg! Nee. Okay. Gut, mit zwei Leuten ist das auch ein bisschen schwerer zu koordinieren. Überhaupt nicht. Natürlich. Weil ihr auch so viel koordiniert bei der Sache. Jetzt schieß! Oh nein. Weg! Oh. Schieß ihn rein! Den hab ich nicht geschossen. Ja, ich weiß. Man hat man gespürt. Alter, diese ich weiß nicht, wie diese Steuerung hinkriegt. Ja, ich kann grad nicht mehr nach unten steuern. Ja, das danke. Hatte ich vorhin auch. Jetzt Vorlage! Ging so ein Ehrentor. Ach, Ehrentor, Schmerentor. Vorne! Oh. Ja, ich sehe schon vorne. Da hat's schon wieder geleckt. Du bist bei mir gezuppelt. Ich dachte, du wirst vor dem Ball stehen. Aber nein. Schön. Ich genieße meinen Sieg. Ein bisschen Shampoo. Ich genieße gleich den meinen. Ein bisschen Shampoos. Gibt's eigentlich noch eine Siegesfeier oder so? Nö. Die kannst du gerne organisieren. Hast du keine Siegesbühne? Nein, ich habe keine Siegesbühne. Oh. Alter, der hat sich voll Arbeit mit der Map gemacht. Der hätte noch viel, viel länger verdient eigentlich. Aber manche Games waren da super schnell. Also am geilsten fand ich eigentlich das mit dem Schalter. Das war die richtige Länge. Und es war mega spannend, weil man halt nicht wusste, was der andere macht. Wie beim Labyrinth halt, da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich da ehrlich sagen. Oh. Das ja, muss ich eventuell fürs nächste Mal ein bisschen größer machen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht mit mehreren Ringen oder so, aber nicht, dass man direkt da rein kann, sondern erstmal schon ein Stück laufen muss. Ja, nee, ich war ja von Anfang an da drin. Ja, eben. Das meine ich ja. Ich war ja quasi von Anfang an da drin, nur ich habe dieses eine Loch halt gesehen, was Delo da hatte. Was für ein Loch? Da war bei Matze war ein Loch im Boden, das nicht beabsichtigt war. Das war bestimmt der Hinweis. Nee, ich bin ja dann. Ja, aber deswegen hast du da ja gewartet in dem Loch, oder nicht? Nein, der ist weitergegangen. Ich bin weitergegangen. Und dann bin ich wieder zurück. Und dann habe ich gesehen, dass es da weiterging. Bin dann da rein, hab dann gemerkt, oh, mit Shader ist doch ein bisschen ein Booster. Ja, den hab ich auch gemacht. War schon quasi wieder aus dem Gang zurück. Ich wollte gerade rausgehen. Und dann gucke ich nochmal. Aber dann war bei mir vorne. Dann war bei mir vorne zu. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht geht's noch irgendwie anders raus. Und in dem Moment habe ich den Schalter gesehen. Ich dachte mir schon, Matze, stehst du vor dem Schalter? Ich mach den, dass er den Shader. Das ist nicht jetzt ernst, oder? Du lässt dir sogar noch extra viel Zeit dabei. Ja, ich dachte. Und dachte dann so, okay, ab Shader wechselt und dreht sich um und geht weg. Ich will, du was? Ja, und ich weiß, ich lauf da wie so ein Roller durch das Ding durch. Ah. Direkt Staffel 2. Staffel 2 würde ich, glaube ich, was länger brauchen. Dreng, du musst ihn doch mal wegdrängen. Dann hätte man einer von uns die Vorlage machen können. Habe ich doch gemacht. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ausgleich! Ich muss dann merken, das ist immer noch ein 1 gegen 2, ne? Ja, ich weiß. Du kannst? Ich kann's ja, du kannst mich nicht zählen. Hast du gesehen, wie ich gegen Matze verloren habe? Überleg mal, wer verliert denn gegen Matze? Du. Ja, irgendwie so Billo spielen, ne? Du verlierst gegen mich.
Und jetzt habe ich sogar Brownie gesagt. Ich bin ja. Hallo, das ist. Ich hätte gern andere Spiele. Anno, StarCraft. Ey. Musst du ja Spiele nehmen, in denen ihr ungefähr gleich gut seid. Ja. Ja! Den machen wir noch. Komm jetzt! Da wärst du gekommen für Nachschuss! Jetzt! Ah. Oh nein! Warum ist der Abpraller denn jetzt so weit? Hm, weil ich ihn auch noch geschossen hab. Ah, und da gibt's ja so einen Doppelschuss. Komm. Ah. Oh, treib es ab. Ah, easy runtergespielt. Ja, Leute, damit verabschieden wir uns von der ersten Staffel. Und in der nächsten Staffel kommt der King meine zurück. Meine Stimme ist jetzt kaputt. Brauchen wir nur noch Wissensquizze, das schaffe ich dann. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Siehste, er braucht nur Wissensquizze. Weißt du, er lässt mich gar nicht mehr ausreden. Ja, Zufallsquizze sind nämlich auch nicht mehr so cool. Zufallsquizze? Mhm. Was für Zufallsquizze? Oder Gefühlsquizze. Was? Das ist ein Gefühlsquiz. Das ging ja von Wissensquizzen. Reden wir da über unsere Gefühle? Ja. Nein, ihr müsst ja raten, welche Gefühle der andere gerade hat. Das wäre aber gleich gerade, glaube ich, nicht so schwer, mich genervt. Beschämender finde ich nicht, dass Matze gewonnen hat, sondern Matze besser beim Jump and Run, weil er so immer so voll abkackt. Mhm. Und mit diesem. Das hat mich am ehesten gestört. Sich der König? Was der erste ich habe schon lange aufgehört. Von Mace vs. Krami. Ja? Der King war mal wieder am Werk. Bis dann.